Die gibt's hier leider nicht. Aber die ist so cool. Sowieso lassen die. Das war meine Lieblingspflanze. Ich hab schon gedacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harvest Agrariens Geist Moon. Ich bin Balui. Was machst du denn da? Den scheiß Zaun weg, der stört mich schon die ganze Zeit. Ich schwimme. Hallo. Hallo, viel Spaß. Hallo, du siehst mich nicht. Nein. Hallo. Hallo. Jetzt beachte mich. Hallo. Warte. Hallo. Oh, das ist eine Miri. Ich habe sie beachtet. Hey. Hey, du bist ein Spinner. Ich bin so glücklich. Mhm, ich auch. Mhm. Unsere Plattformen sind so hässlich. Wir können sie vielleicht irgendwann mal mit Teppich auslegen. Mit Teppich? Das sieht bestimmt viel besser aus. Hallo, ich versuche nur eine gute Lösung für unser Problem. Hast du eigentlich mal geguckt, dass hier keine Monster spawnen? Ich meine, wir gehen ja zum Glück immer bei Sonnenuntergang ins Bett, aber du weißt schon, was ich will. Ja. Du weißt, was ich will. Wo ist denn la, Kohle? La, 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 hast du alle la, Kohle la, aufgebraucht? La, 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 das ist jetzt la, nicht dein la, Ernst, oder? La, 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 la. Guck mal, unten rechts in die Kiste, da ist die Kohle drin. Aber nicht viel. Nein, aber auch nicht wenig. So. Wo ist denn Flint? Wo hast du Flint? Da, können wir mal wo Flint... Wo hast du? Du hast können den wir mal Flint. Flint zu den Erzen machen, bitte? Du bist so ein... Ich hasse dich. Ich weiß, au. Mir so leid tun. Du hast doch selber gesagt, oh, lass uns das da reintun. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hättest da noch reingetan. Nein, du wolltest das nämlich auf gar keinen Fall. Nein, gehört auch nicht dahin. Ja, nee, doch schon irgendwie. Es ist nämlich eindeutig ein Erz. Nein. Ist... Was ist Flint? Feuerstein, oder? Ja. Das ist ein Erz? Also jetzt mal so rein von der Biologie, oder? Okay, zuerst sollten wir uns unterhalten, was Biologie ist. Was ist Stein? Wie heißt das Biologie Stein? Hat doch mit Sternen zu tun, oder Gynäkologie. So, ne? Gynäkologie. Das ist das mit den Steinen. Okay, okay. Verstehe. Und, Mineralogie. Und Urologie ist das mit Fischen, richtig? Ja. Weil Uro wie Fisch. Ja. Das ist lateinisch und heißt Fisch. Wusste ich's doch. Ja. Bin so schlau. Ja. Habe ich die scheiß Zaunpfosten-Dinger wieder eingesammelt? Weg damit. Was gibt's noch für Urologie? Geologie. Mist, das war jetzt das mit den Steinen. Dum-dum. Dum-dum. Dum-dum-dum. Und Architektur ist das, was... Archäologie ist das, was du meinst, mit dem, wie man schöne Gebäude macht. Stimmt, Archäologie ist das, wie man schöne Gebäude baut. Ja, Architektur ist da, wo man Bäume anguckt. Oh, Bäume. Und Tiere und so. Cool. Oh, ich habe Hunger. Du isst ja immer nur alles. Und Mathe ist das, wo man Kunstwerke betrachtet, ne? Ja. Kunstologie ist das, wo man Sachen rechnet. Ah. Das nennt sich Kunstologie. Kunstologie, ich verstehe. Ja. Schon. Ich lerne ziemlich viel hier in diesem Projekt. Ja, ich bin echt froh, dass ich Miri dabei habe. Ich hoffe, du baust mal ab und zu ein paar Fackeln und leuchtest alles aus. Nö. Warum? Weil ich dir das gerade damit im Prinzip einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben habe, dass du das mal machen sollst. Aber was ist ein Zaunpfahl? Wo? Kann man eigentlich Steinzaun bauen? Der wäre billiger. Da kriegt man leichter zusammen als Holz. Ich kann jetzt endlich meine Schmelze bauen. Ich baue eine Schmelze. Oh ja, du hast hier doch den Zaun. Da kommen Tiere auch nicht rüber bei den Zaun, oder? Nee, stimmt. Gib mir mal die Zaunpfosten, die du hast. Oh, das sind aber nur 11. Kannst den Rest auch gerne abbauen, der da noch rumhängt. Mit was? Mit deiner Spitzhacke. Sicher, dass die gut genug dafür ist? Ja, bin ich mir. Sicher? Ja. Mach doch nicht, wenn ich dir das sage. Ah, nee, geht nicht. Trophy. 1, 2, 3. Wir bauen mal eine klassische Schmelze. Ich weiß, man kann sie mittlerweile anders bauen. Ich will aber nicht.
Wie anders? Anders halt. Kleiner, größer, was weiß ich denn. Ach so, stimmt. Wie groß soll das denn werden für die Tiere? Das ist deine Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Ich sag doch, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Dann mach keins. Okay, dann mach ich kein Tier. So, wir machen den Lavabehälter hier hin. Brauchen wir irgendwas zum Gehege öffnen? Lieber nicht. Nee, genau. Lieber nicht, trifft das ziemlich den Nagel auf den Kopf. Nee, danke, lass mal. Nee, die Tiere, Scheiße. Nee. Brauch meine Pickaxe. Geht halt nicht anders. Ausgang, Ausgang. Eingang. Ziert Bricks an die Stelle, an die, hier, hier und hier. Sieht zwar alles ein bisschen doof aus, aber ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Sonnenuntergang. Der Controller hier. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Oh, und was machst du Schönes? Soll ich den Controller abbauen? Nein, sollst du nicht. Wäre so lieb von dir. Du Frechdach. Sonnenuntergang, Miri, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Oh, wir gucken ihn uns in der Schmelze zusammen an. Oh ja, so schön. So schön. Okay, ins Bett. Ich muss nur in meine Maus umstellen, dass ich mir der richtig sprinten kann. Ich komme hier nicht ans Sprinten. Ja, irgendwie. Warum komme ich hier nicht hoch? So schön, meine Bettseite, so schön. Ja. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. War gut, die Nacht. Ja, fand ich auch. War super. War erholsam. Naja, war mega. Ja. Du warst gut. Was? Mist, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich mache doch den... Ja? Lieber... Ja. Wo ist der Stein hin? Hallo? Wo ist der hin? Was? Die können da. Man kann. Was? Haben die das geändert? Kann man jetzt mittlerweile Erz auch einfach so reinschmeißen? Wo denn? Das wäre witzig. In die Schmelze an sich. Das probiere ich gleich mal aus. Erstmal haben wir jetzt einen Eimer mit Lava. Ich weiß, der Eimer ist jetzt verschwunden. Leider. Was? Du hast uns aber wir können Eimer, jetzt endlich einen normalen Eimer machen, der nicht verschwindet, wenn man den Eimer benutzt. Aber. Unser nicht Eimer. So, das und noch der Tisch rein. Sehr schön. Jetzt kann ich endlich mal das Eisen schmelzen. Wo ist es denn? So, jetzt probieren wir das mal aus. Ob das wirklich funktioniert. Guck dich das an. Man kann mittlerweile Zeug einfach in die Schmelze reinwerfen. Das ist ja cool. Wusste ich noch nicht. Ich auch nicht. Witzig. Einfach witzig. Wisst ihr, witzig ist das. Witzig. Ja. Aha. Du hast so gesagt, als wenn ich doof wäre. Nein, du bist klug. Oh, danke. Mit K. Klug. So lieb von dir. So lieb. So, wir haben eine Quest erledigt. Da kriegen wir eine Kierkarte. Ja, ganz toll. Und was haben wir noch? Aha, da kriegen wir einen Tisch. Oh, supi. Ja? Alles gut gegangen? Hier, ich habe was, was du irgendwann mal anpflanzen musst. Hier. Hinter dir. Was ist das? Am besten irgendwo separat stellen. Slimy, da spawnen nicht wirklich Slimes drauf. Nein, nicht Slimes, sondern nur ein Baum, wo man danach Slime, weiß schon. Nee. Hast du eigentlich neues Holz mal irgendwann mal gemacht? Irgendwie haben wir nichts mehr. Ja, die Bäume wachsen gerade nicht. Ach so. Aber ich habe noch Holz, keine Sorge. Ja. Nee, ist okay, ich brauche jetzt alles nur... alles aufgebraucht von dem Holz, was ich gemacht habe? Ja. Das ist ziemlich scheiße. Dann kannst du ja mal die Bäume wachsen. Ich muss mich um meine Schmelze kümmern, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Hier kommen jetzt die Casts rein. So. Unser Erz ist hier. Sehr schön. Seed Breaks. Glas wieder weg. Da drüber ist der Sand. Cobblestone. Und diese All Seeds. Neue Seeds gezüchtet. Yay. Bessere? Weiß ich nicht. So, ist das nicht schön geworden? Ja, ich bin so stolz auf mich. Ja, so stolz. Iron Ingots 2. Dann schauen wir uns mal die neuen Seeds an. Wir müssen jetzt theoretisch 10 Eisen rauskriegen, oder? Oh, 4, 3 und 4. Das ist schon ziemlich gut. Bestes ist, glaube ich, 9, 9, 9. Oder 10, 10, 10. Ich weiß nicht so genau. Das dauert ja nicht. Aber dann kriegst du halt auch aus einem Saatgut mal eben, weiß ich nicht, 5 Getreide, 10 Getreide, irgendwie so.
Und das Problem ist, das kannst du nicht nur mit Getreide machen, das kannst du mit jeder Pflanze machen. Hast du schon erzählt. Das wusstest du schon, dass du... Warum wird das hier nicht fertig? Das ist falsch. Hallo? Hallo? Der Schmitz ist nicht zu Ende, der Arsch. So ein Arsch. Ja, so richtig ein Arsch. Warum macht er das nicht zu Ende? Hallo, ist falsch jetzt hier auf einmal. Seht ihr das? Der verbraucht Lava ohne Ende, aber es kommt nichts raus bei rum. Oh. Okay, also hat das mit dem Reinschmeißen nicht funktioniert. Halten wir das schon mal so fest. Das war anscheinend eine blöde Idee. Was auch immer da falsch gelaufen ist. Blödes Ding. So ein blödes Ding. Ja, aber richtig blöd. So blöd. So. Das wollte ich. Welches waren jetzt die richtigen Seeds? Kann auch keiner ins Wasser fallen, sich wehtun oder sonst was. Alles gut hier. Schmelz doch mal schneller, ich will doch nur ein bisschen Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Sön. Sön. Storage Wall. Da kriegen wir wahrscheinlich irgendwann, wenn wir hier dieses Storage-Dinger machen, kriegen wir dann wahrscheinlich ein E-System. Mob Hunter. Okay, ich guck gerade mal, was es so gibt. War es nicht eine Quest, den Seed Analyzer zu bauen? Ja, leider. Auch das Buch dazu. Wir haben noch keine Tintenfische und kein schwarzes. Wie bekommt man denn Tintenfische? Ja, das weiß ich nicht. Aber wir brauchen irgendwie schwarze Dingsbums. Bekommt man die aus einer Pflanze? Ja, auch. Über Botania. Oh Mann. Nur da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, eben. Ich guck schon gerade, ob es noch irgendwie... Aber diese blöden Pflanzen, wo die einfach so plopp machen und dann sind da überall Tintenfische. Die gibt's hier leider nicht. Aber die ist so cool. Ist sowieso leid. Das war meine Lieblingspflanze. Ich hab schon gedacht. Plopp und dann waren da plötzlich überall Tintenfische. Die waren gut. Oh Mann. Ich hab Eisen gemacht! Hey. Eisen! Eisen an die Macht! So gut, Miri, so gut. Ja, so gut. Das ist auch eine Quest, sehe ich gerade. Wir können bald unsere ersten Tiere spawnen. Freust du dich? Nein, kein bisschen, aber hurra. Ich habe auch Angst, aber ich habe genug Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Dann ist ja gut. Hoffe ich. Doppelter Zaun und so. Der ist noch nicht fertig. Ja, ja, mach du mal. Ich vertraue dir. Ich mir nicht. Ich dir aber. Ich mir nicht. Da, ich habe gesagt, ich vertraue dir. Alles andere zählt nicht. Eh nicht. Ich habe Angst vor Tieren. Die sind so gruselig. Die hauen einen. Gruselig. Die hauen einen. Ja, ich weiß nicht, warum die das hier machen. Aber was auch immer falsch mit denen gelaufen ist. Vielleicht hauen sie einen ja gar nicht mehr. Nee, vielleicht war das noch eine alte Version, die ich gespielt habe. Aber die Zuschauer haben es ja auch geschrieben, also ich weiß nicht, wem ich mehr vertrauen soll, den Tieren oder den Zuschauern. Niemand vertraut nicht den Tieren. Niemand vertraut Tieren. Vor allem nicht Tieren hier in diesem Mod-Pack. Würde ich nicht. Nee. 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 Nee, die sind nicht nett. Nee. So, Lava haben wir auch jetzt genug nachgefüllt. Mighty Smelting Buch brauche ich nicht wirklich. Nee. Ich überlege, wo ich jetzt weitermache hier. Ich glaube, wir brauchen unbedingt diesen Handgrinder. Aber dafür brauche ich einen Quarz. Wie groß unsere Insel inzwischen ist. Grinder. Ja, ne? Ist schon cool. Wir brauchen auf jeden Fall Cetrus Quarz. Und der kommt raus, wenn man Sand siebt. Und wir brauchen dafür Netherquarz. Oder wir brauchen Netherquarz, sehe ich gerade. Ja. Ja, komm, wir im Soul Sand. Aber bis das hinkriegt, das dauert ja noch ewig. Okay, ich kann auch. Okay. Ich muss also jetzt ein bisschen Sand haben. Sand, um den Quarz zu kriegen. Gut. Ja, hört sich gut an. Ach, sollte man den kriegen. Ne? Also, du kannst jetzt im Übrigen, wenn du halt dringend Erde brauchst, also ich habe jetzt Nein, Eisen. Nein, die verbinden sich nicht untereinander, die blöden Zäune. Was? Warum nicht?
Das ist ja super. Wo ist denn meine Axt? Wenn ich dann einen Block dazwischen stelle, sollen sie sich doch verbinden, oder? Wäre schon cool. Soweit ich weiß, gibt es hier in dem Projekt auch nachher so einen Autohammer, dass man hier nicht die ganze Zeit selber diesen Quatsch machen muss. Autohammer? Ja. Sieht der aus wie ein Auto oder macht der Auto? Okay, bevor ich gleich laut anfange zu schreien, beenden wir lieber die Folge, oder? Was hältst du davon? Ja. Weil sonst weine ich nicht. In der nächsten spawnen wir dann lustige Tiere. Ja, hurra! Hurra! Ich hoffe, wir werden das überleben, aber das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, macht's gut und gute Nacht. Guckt bei Miri vorbei, ne? Ja, nicht vergessen, ein Abo dazulassen, sonst schicken wir die Tiere nämlich zu euch. Ganz einfach. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.